Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, Leute. In diesem Video werden wir besprechen, ob es sich lohnt, den Vergaser zu entdrosseln, ob es sich lohnt, ein anderes Membran einzusetzen. Und by the way, ich bin gerade hier auf der Klammhöhe und ja, ist ein beliebtes Stück, ihr könnt ihr mal suchen auf Google Maps oder so, Klammhöhe, ist sehr, sehr geil zum Fahren und ja, wir werden einfach fahren oder ihr wisst ja, beim letzten Video 13er Ritzel einbaut, ich habe noch immer das 13er Ritzel drin, ich konnte mich nicht von diesem verabschieden, ich sage euch ehrlich, mit dem 13er Ritzel geht das Moped so geil, also 13er Ritzel ist wirklich eine geile Kombi, ob mit 14er Ritzel ist glaube ich ein bisschen unnötig, weil dann geht es bergauf scheiße, aber jetzt geht es eigentlich noch voll alleine, zu zweit ist dann bergauf dann eher scheiße. Aber ja, es geht noch alles, Leute, und ich würde jetzt einfach sagen, wir fahren ein bisschen und wir werden dazwischen immer besprechen, lohnt sich ein Vergaser zu entdrosseln zum Beispiel, ein Membran wechseln oder was weiß ich, was da alles noch gibt. Wenn ihr auch irgendwie so Erfahrung mit sowas habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, vielleicht Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, dann ein bisschen mehr Ahnung von dem haben. Also schreibt gerne eure Meinung rein, also wenn ihr irgendwie Erfahrung oder so habt. Ich selber habe kein anderes Membran drinnen und nicht den Vergaser entdrosselt, aber viele Freunde von mir und deswegen bin ich schon mal Probe gefahren und habe auch ein bisschen Ahnung und ja, werde ich dann einfach meine Meinung teilen. So Leute, wir werden jetzt erstmal Richtung Hainfeld ein bisschen fahren, vielleicht dort dann was essen und ja, weil ihr wisst ja, ich bin schon Ferien, weil ich in Niederösterreich wohne, ich habe schon Ferien, nicht so wie Tirol und Steiermark oder so, ja, ganz chillig Ferien und so und ja Leute, sorry, dass jetzt eine Woche kein Video kam, ich habe Führerschein immer, also ich mache jetzt Autoführerschein und habe immer Fahrstunden und so und deswegen kann, ja, habe ich jetzt eine Woche kurz ausgesetzt, aber ab nächster Woche wird es wieder aktiver und ja, let's go, fahr mal los. Oder la? Das ist immer so scheiße da, Digga, weil die Leute so herfetzen. Richtig aufpassen muss, dass da dir keiner entgegenkommt. So geiles Wetter, Leute, ich fahre hier nur kurz, nämlich kurze Hose, Leute, weil heute ist es so extrem heiß, Digga. Wir haben hier irgendwie 35, 36 Grad, Leute, und ich bin hier nicht auf meinem Fahrrad. So Leute, jetzt fangen wir erst einmal an mit dem Membran. Vielleicht fahre ich auch mal mit einem Moped Vergaser entdrosseln und Membran auf Video. Ich bin schon mal gefahren mit einem Vocalo, hat der auch oben. Jo, wir haben, also Ding war halt auch entdrosselter Vergaser und das Membran gewechselt, Leute. Er ist mit dem 14er Ritzel gefahren und ist ungefähr so gefahren,
wie ich mit dem 11er halt nur viel schneller und die Beschleunigung ist halt besser. Ob das jetzt am Lower liegt, weiß ich nicht. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Lower, weil Lower ist ja einfach ein bisschen besser als der Enox, das weiß eh jeder. Dafür kostet er auch 270 Euro, der Geile, also der Chrom kostet 170. Aber ja, Membran hat er auch ein anderes drin. Ich meine, Leute, das kostet nicht viel, 16 Euro oder so. Ihr müsst es halt auch selber einbauen können. Aber es ist nicht so schwer, weil ihr müsst... Das ist dieses Teil hier, also ihr müsst dieses Teil, ich will ja nicht draufgreifen, was ihr müsst dieses aufschrauben, diese vier Schrauben, ob man sich jetzt die Mühe machen will. Es ist, also ich sage nur, wo ich mit dem 11er Ritzel komme, er ist mit dem 14er Ritzel relativ gut hinterhergekommen. Ich war eine Spur schneller, aber er hat das 14er Ritzel gehabt und nicht das 11er und er war ungefähr so wie ich. Also das ist natürlich sehr, sehr wild. Ob das jetzt am Lower liegt oder nicht, Leute, eigentlich dieses Video sollt ihr eigentlich beantworten. Also schreibt gerne eure Meinung. Also wenn ihr das gewechselt habt, Membran oder Vergaserdrossel habt. Ich habe noch beides nichts gemacht. Also mein Kollege hat gesagt, ob ich den Vergaserdrossel haben wollte. Ich habe da mal gesagt, nein, aber ob das was bringt, schreibt es mal rein, Leute. Und ja, das war's auch mit dem kleinen Motovlog, Leute. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, Jungs. Und dann sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Tschö mit Ö.